Bist du daheim? Grüß Gott. Grüß Gott, Herr van der Bellen. Grüß Gott, jetzt haben Sie ja Glück gehabt. Ich war eh schon im Vorraum, sonst hätten Sie so lange warten müssen. Gell? Kommen Sie mal mit. Gehen wir ins Wohnzimmer. Oh, Moment, ganz kurz. Entschuldigen Sie bitte. Herr Buckin. Der Anruf. Ja, van der Bellen. Oh, Mr. President, yes, 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 thank you. Oh, thank you so much for these warm words. Yes, we will see. Thank you for your support. Yes, thank you. Just a second, please. There's another call in another line. Just a second. Jinx. Van der Bellen. Buenos dias. Buenos dias. Si, 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 si. Si, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por... Pola zu Ayada. Gracias. Adios, Amen. Amen, Amen, Amen. Das war der Papst. Vorher, das war der Obama. Die wollen mich auch unterstützen bei der Wahl, aber das bringt ja nichts. Was soll das bringen? Das ist ja alles haute volée. Und wir rufen nur einen Nobelpreisträger an. Künstler, Humanisten, Philosophen. Aber beim Hofer auf der Facebook-Seite, da hat jemand einen Artikel geliked, der hat in Villach beim Hotdog-Wettessen gewonnen. So einfache Leute hat der Hofer. Das bräuchte ich auch. Ah ja, kommst mit. Gerne, danke. Haben Sie aufgehört zum Rauchen? Was? Ob Sie aufgehört haben zum Rauchen? Wieso? Na, wegen der E-Zigarette. Na, na, die rauche ich zusätzlich. Die schmeckt mir sehr gut. Mhm. Da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Meine Lieblingsgeschmacksrichtung ist Cheesecake. Und wie viele rauchen Sie im Moment? Ja, jetzt einmal eine. Ich habe ja immer schon geraucht. Schon seit ich ein kleines Kind in Kaunertal war. Dann kann ich mich noch erinnern, da hat mal eine alte Frau mich beim Rauchen erwischt, damals in Kaunertal. Mhm. Und da kam sie zu mir und hat dann gesagt, du, was wird denn deine Lehrerin sagen, wenn sie dich hier rauchen sieht? Und da habe ich gesagt, ich bin doch noch gar nicht in der Schule. Herr van der Bellen, ärgert Sie es eigentlich, dass der Verfassungsgerichtshof die Wahl wiederholen lässt? Gute Frage. Herr Franziskus hat gerade am Telefon zu mir gesagt, hätte man damals bei der Erschaffung der Welt den Verfassungsgerichtshof eingeschaltet, dann gäbe es die Welt heute noch nicht. Gut, anders gefragt, ärgern Sie sich über Ihren Kontrahenten Norbert Hofer? Ärgern? Winston Churchill hat einmal gesagt, die Demokratie ist die schlechteste Staatsform. Ausgenommen alle anderen. Wir wohnen alle unter dem gleichen Himmel, aber nicht den gleichen Horizont. Wer hat das nochmal gesagt? Sie gerade eben. Na, na, das war ein Zitat, das war nicht von mir leider. Wir wohnen alle unter dem gleichen Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont. Und wem ist denn das nochmal? Aber es ist dann so wichtig für die Geschichte, wenn Sie es nicht gleich finden. Aber mich wurmt's jetzt. Von wem ist denn dieses Zitat? Da müssen wir, glaube ich, rübergehen zum anderen Regal. Okay. Von wem war denn dieses Zitat jetzt noch einmal? War das der Willy Brandt? Na, das war nicht der Brandt. Es war wie andere. Ich hab's hier stehen. Will Ihnen jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ja, da könnt's stehen. Da könnt's stehen. Schauen wir mal. Das Zitat, das ich Ihnen eben erzählt hab. Ah ja. Der Adenauer Konrad war es. Ah, interessant. Herr Professor? Ja. Herr Professor? Ja. Herr Professor? Ja. Könnte man dann weiter? Ach so, ja. Ja. Das freut mich jetzt, dass wir es doch noch rausgefunden haben. Ja, sehr interessant. Ja. Gelockel. Muss ich wieder volkstümlich sein, oder was? Jetzt muss ich nach Klagenfurt fahren. Zu
zum Schupfnudelwettessen. Okay, wird interessant, oder? Der Hofer war letzte Woche dort, der hat 25 Kilo geschafft. Das schaffe ich nie. Und wenn ich es doch schaffe, dann lässt es wieder anfechten. Das war schon beim Chili-Wettessen so. Na gut. Für Österreich. Wiederschauen. Wiedersehen.